Leonberg, eine zukunftsorientierte Stadt mit bedeutender Vergangenheit. Partner mehrerer europäischer Städte. So auch seit 40 Jahren freundschaftlich verbunden mit Berlin-Neukölln. Und sie kommen gern, die Berliner. Besonders zum alljährlich wiederkehrenden Pferdemarkt am zweiten Dienstag im Februar. Volle 5 Tage dauert das Fest. Pferde werden verkauft, vorgeführt, benotet und auch der Leonberger Hund zeigt sich von seiner besten Seite. Spaß ist angesagt mit Karussells, Ponyreiten und den traditionellen Umzugswagen. Fast ein bisschen wie Fasching. Und Leonbergs Einwohner halten sich in diesen Tagen gerne im Untergrund auf. Die Altstadtkeller werden speziell am Pferdemarkt zu gemütlichen Kneipen und laden zum Besuch ein. Im Sommer genießen Bürger wie Gäste das Treiben an Markttagen. In der Innenstadt bezaubert die Architektur, die Leonberg einen mittelalterlichen Ausdruck verleiht. Und natürlich die Gastronomie, die, wie in dieser Gegend üblich, ausgezeichnet ist. Der Kreuzgang des 1467 erbauten Franziskanerklosters trägt noch die Schwingung vergangener Zeiten. Nur ein paar Schritte entfernt, das Stadtmuseum mit seinen wechselnden Sonderausstellungen. Der weltberühmte Astronom Johannes Kepler ging in dem geschichtsträchtigen Fachwerkhaus einst zur Schule und wohnte nur einige Häuser entfernt. Er führte als Student den Beinamen Leo Montanus, der Leonberger. Neben allen historischen Bauten, die kaum aufzuzählen sind, finden wir den Pomeranzengarten. Innerhalb der Leonberger Schlossanlage schuf Baumeister Schickhardt für die Herzoginwitwe Sibylla 1609 diesen Terrassengarten nach italienischem Vorbild. Mit ornamentalen Einzelquartieren und einem zierlichen Brunnen. 1980 originalgetreu restauriert, ist er einzigartig in Deutschland. Der Renaissancegarten wird von der Stadt sorgfältig gepflegt. Genauso liebevoll angelegt ist auch der Stadtpark, der jung und alt eine grüne Oase inmitten der Urbanität bietet. Der landschaftlich reizvoll integrierte See mit seinen Schwänen und der harmonischen Wasserkunst tut dem Auge wohl. Und fürs Herz sorgt der Leonberger. Stadtrat Heinrich Essig züchtete diesen Hund Mitte des 19. Jahrhunderts. Aussehen wie der Löwe im Leonberger Stadtwappen sollte das Tier. Aber im Inneren klug, fest und liebevoll sein. Und das ist er. Hier führt auch der Glemsmühlenweg vorbei. Der Radwanderer durch das Glemstal an insgesamt 19 Mühlen vorbeifahren lässt. Mit der Larenzmühle in Leonberg beginnt er. ...1957 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt. Heute wird das historische Mühlengebäude für kulturelle Zwecke genutzt. Ein wenig Landwirtschaft gehört auch dazu. Und dann ist da nur noch Ruhe und Natur. Weithin sichtbar, das Wahrzeichen Leonbergs. Der Engelbergturm steht seit seiner Erbauung 1928 dem Aussichtswilligen zur Verfügung. Der Blick reicht vom Schwarzwald bis zum Odenwald und gleich nebenan liegt die Festwiese im grünen Kleid. Was wäre Baden-Württemberg ohne seinen Wein? Auch in Leonberg reift eine gute Traube. Die Winzer räumen ihre Wohnzimmer leer und bitten zur Verkostung mit geselligem Treiben in die Besenstuben. Dazu gibt es deftige Hausmannskost und jede Menge gute Laune nach Feierabend. Leonberg lädt Sie ein. Besuchen Sie die Stadt und ihre Bewohner. Man freut sich auf Sie.